Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im letzten Video habe ich die Insta X360 Go ausgepackt mit euch zusammen und heute wollen wir sie mal einstellen. Dabei kommt mir entgegen, dass man das Display drehen kann. Hoffe ich zumindest. Wir probieren das mal. Jawohl, das geht. Drehe das mal ein bisschen nach oben und dann schalte ich das gute Stück ein hier an der Seite. Anschließend stelle ich sie wieder zurück und jetzt seht ihr, was ich sehe auf meiner Kamera. Das Bild noch ein bisschen einrichten. So, das ist jetzt hier mal der Standardmodus. 2,7K, 30 FPS. Das können wir einstellen, indem wir hier unten auf das Touch-Display klicken. Hier können wir umstellen zwischen Video, Foto etc. Wir können hier also nach rechts und nach links scrollen. Wir bleiben mal beim Thema Video. Einmal anklicken und dann können wir eben hier unten drücken auf die Anzeige der Einstellungen. Und hier können wir jetzt das Verhältnis ändern. Wir können zum Beispiel auch hochkant filmen. Ich stelle das mal ein. Da muss ich auch wieder irgendwo anders klicken. Dann können wir die Stabilisierung einstellen. Wir können wählen zwischen Standard, Hoch und Maximum. Dazu kriegen wir noch eine Erklärung eingeblendet. Standard bedeutet Alltag, kurze Vorschau stabil. Max bedeutet Mountainbike, lange Vorschau stabil und Hoch bedeutet Laufen, mäßige Vorschau und stabil. Ich lasse es mal auf hoch. Dann können wir die Auflösung einstellen. Und zwar können wir zwischen 2,7K, 1440p und 1080p wählen. Und dementsprechend können wir auch die Bildrate verändern. Irgendwas zwischen 24 und 30 bei 2,7K. Bei 1080p können wir auch auf 50 Bilder pro Sekunde hochgehen. Ich lasse mal so die Einstellungen, wie sie waren, und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Also die Bedienung ist recht intuitiv, aber man muss sich doch auch ein bisschen dran gewöhnen. Bevor wir zum nächsten Punkt kommen, kommen wir noch hier unten zum Winkel, den wir einstellen können. Wir können nämlich zwischen ultraweit wählen, geeignet für Szenen mit breitem Sichtfeld, zum Beispiel Bergsteigen, Wandern und andere Outdoor-Sportarten oder Action. Komprimiert den Höhenraum, ideal für Ski, Radfahr und andere Sportaufnahmen aus der First-Person-View. Und zu guter Letzt gibt es noch linear, kein Fischauge, Weitwinkel, gut für Alltag und Vlog. Ich entscheide mich hier für die goldene Mitte. Ja, und oben rechts sehen wir noch Akku, Zustand, Speicherkarten, Größe, solche Sachen, wie lange wir aufnehmen können. Und dann können wir hier einfach mal nach rechts wischen. Da kommen wir in den Bereich Free Frame Video. Das ist auch interessant. Hier können wir zwar keine 2,7K einstellen, aber immerhin als höchste Auflösung 1440p. Und wir haben hier eine Bildrate von 50. Das Tolle an diesem Modus ist, dass wir die Aufnahmen im Nachhinein in der App verändern können. Also wir können im Nachhinein in der App sagen, dass das eine Weitwinkelaufnahme sein soll oder eine Hochformataufnahme. Hier wird quasi ein Quadrat aufgenommen und wir können das nachträglich alles bearbeiten und nachträglich bestimmen, was für eine Art von Video wir haben wollen. Free Frame Video, auch ein interessantes Thema. Das geht aber mehr auf die Speicherkarte, wie mir hier angezeigt wird, während ich im Modus Video 2 Stunden und 53 Minuten aufnehmen könnte, kann ich im Freeframe-Modus eben nur 1 Stunde und 37 Minuten aufnehmen. Kommen wir zum nächsten Menüpunkt. Das ist Timelapse, geeignet für die Aufnahme statischer Zeitraffer. Auch hier können wir wieder die Auflösung einstellen. Wir können den Intervall einstellen. Also wann jeweils ein Bild gemacht werden soll. Wenn man die Kamera zum Beispiel 2 Stunden laufen lässt, rein hypothetisch, so lange hält der Akku, glaube ich gar nicht, dann können wir eben hier sagen, dass alle Sekunde ein Bild gemacht werden soll oder auch alle 3 Sekunden oder wie auch immer. Zeitraffer, dann gibt es noch Timeshift. Ich denke, das ist das Gegenteil, also quasi eine Verlangsamung, wollte ich sagen, aber nee, das ist hier wieder so ein extra Thema. Was ist Timeshift? Was ist der Unterschied zwischen Timelapse und Timeshift? Nimm Zeitlupenvideos,
mit hohen Bildraten auf. Das ist das. Timeshift-Videos können während der Bewegung aufgenommen werden. Aha, interessant. Auch hier können wir wieder die Auflösung einstellen und die Bildrate, sowie auch selbstverständlich der Weitwinkelmodus, beziehungsweise halt wie viel aufs Bild geht. Das ist in dem Fall auf linear eingestellt. Timeshift, dann gibt es wie schon angekündigt die Zeitlupenfunktion, um das Seitenverhältnis für Zeitlupenvideos zu ändern, dreh die Go 3 vor der Aufnahme um 90 Grad. Okay, dann haben wir Loop-Aufnahmen. Nimm kontinuierlich auf und speichere nur das letzte Video. Starlabs, nimm Videos mit einem Sternenspureffekt auf. Ich weiß nicht genau, was das macht. Das müsste man dann mal ausprobieren bei Gelegenheit. Das wirkt erstmal sehr hell. Hier kann man auch was einstellen bezüglich des Formates und auch einen Timer kann man einstellen. Ich hoffe, ihr könnt das alles gut sehen. Dann gibt es den Bereich Intervall. Nimm Fotos in bestimmten Intervallen auf. Da haben wir wieder ähnliche Einstellungen wie gerade eben schon. Der Bereich HDR-Foto. Auch hier wieder die üblichen Einstellungen. Pure Shot, Format, Timer, Verhältnis. Da oben ist noch irgendwas anderes, was ich gerade zum ersten Mal sehe. Das ist noch nicht ganz einfach, das anzuklicken. Überspringen wir erstmal dann das normale Foto. Pure Shot oder Insp und RAW, was auch immer das bedeutet. An der Auflösung können wir hier interessanterweise nicht viel machen. Und dann sind wir wieder im Bereich Video, wo wir ursprünglich angefangen hatten. Das waren so die ganzen Aufnahmemodi, die es hier gibt. Mal sehen, was wir noch einstellen können. Und zwar gibt es hier ganz rechts unter der Einschalttaste gibt es noch eine Quick-Taste. Die will ich jetzt mal drücken und dann zeige ich euch, was passiert. Hier gibt es nämlich Voreinstellungen wie Skifahren, Radfahren, Outdoor, Vlog, Starfield oder Benutzer definiert. Das habe ich gerade selber angelegt, das Benutzerdefinierte. Das geht mit dem Plus oben rechts, wobei wir natürlich auch hier die einzelnen Einstellungen verändern können, indem wir einfach draufklicken, also Vlog. Den können wir dann, denke ich, nämlich auch bearbeiten. Nee, das mit dem Bearbeiten geht nicht. Wir müssen benutzerdefinierte Einstellungen erstellen. Hier können wir dann auch auf den Vlog-Modus klicken und können das dann speichern. Und wenn ich jetzt durchscrolle, dann ist der ursprüngliche Vlog-Modus zwar immer noch da, aber es gibt einen neuen Vlog-Modus, der ist hier hinten und der entspricht auch meinen Vorstellungen eines Vlog-Modus. Zu guter Letzt möchte ich noch auf die App verweisen. Die sieht so aus und da können wir auf Einstellungen gehen und dann unser Gerät verbinden und unsere Tasten neu belegen, wenn wir das wollen. Ich will das aber gar nicht. Außerdem können wir die Firmware aktualisieren über die App und wir kommen zu den anderen Einstellungen, wo wir ein Wi-Fi-Passwort der Kamera einstellen können. Wir können den Kameraspeicher einsehen und eine Anti-Flicker-Funktion einstellen. Ich vermute, dass das eben gegen Flackern von künstlichem Licht wirkt. Ich lasse es mal auf automatisch. Und was wirklich genial ist an der App, wir können es auch mit dem Handy, auf dem Handy, das hier ist mein Handy, eine Vorschau der Kamera anzeigen lassen. Hier können wir die gleichen Sachen einstellen wie auch in der App. Ihr seht das, wir haben verschiedene Kameramodi. Wir können auf unsere Mediathek zugreifen. Über dieses Menü können wir uns ein Gitter einblenden lassen und ein Histogramm, wobei ich nicht genau weiß, was ein Histogramm ist. Ich lasse es mal aus. Hier können wir das Gerät trennen. Wir sehen, wie gesagt, eine Vorschau, können uns dann hier ebenfalls durch die verschiedenen Modi navigieren und wir können hier auch einen Filter einstellen, der ist standardmäßig auf Vivid. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, lebhaft heißt das hier. Können da aber auch sagen, das soll Standard sein. Da sind die Buttons etwas größer wie auf dem Touchscreen der Kamera, sage ich mal. Und dann können wir das Ganze hier auch auslösen und stoppen. Wie gesagt, wir können auf unsere Mediathek zugreifen und dort mit Freeform aufgenommene Dinge zurecht bearbeiten und dann veröffentlichen oder teilen mit dem Mac oder wie auch immer. Das alles ist möglich. Ich hoffe, das Video war aufschlussreich für euch. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar zum Thema, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dann, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.